willkommen zu Disney Channel Insider und ich habe heute Chrissy hier. Hallo, ich freue mich so, alle zusammen. Ja, wir freuen uns auch, dass sie hier ist. Und heute im Disney Channel Insider geht es um den September und der ist super krass, weil wir haben eine Animationswoche. Die besten und coolsten Animationsfilme. Ratatouille, 101 Dalmatiner, Susi und Strolch und das große Krabbeln. Und das alles in einer Woche. Nicht schlecht. Hast du Lust, mit mir ein Battle of the Best zu spielen? Auf jeden Fall. Wir sind die knallharte Jury. Ja. Welches ist denn dein Lieblings-Disney-Film? Ah, das ist echt schwer. Ihr wisst ja, es gibt so viele wunderbare Filme. Mhm. Aber so zu meinen Favoriten zählen auf jeden Fall Mulan und von den neueren Werken von Disney alles steht Kopf, würde ich sagen. Warum? Bei beiden gefällt mir die Grundidee sehr gut. Bei Alles steht Kopf, da, dass, wie man mit seiner Psyche umgeht, da können auch Erwachsene noch was lernen. Und bei Mulan einfach, dass im Vordergrund steht, dass eine Frau genauso viel machen kann wie ein Mann, beziehungsweise ein Mädchen genauso viel wie ein Junge, also Frauenpower. Hast du Lust, die Filme gegeneinander antreten zu lassen im Battle of the Best? Okay, auf jeden Fall. Battle of the Best! Du bekommst hier diese Karten. Höchstpunktzahl ist 5. Okay. Und wir vergeben anhand von verschiedenen Kategorien die Punkte. Ah, spannend. Cool. Und ihr könnt auf jeden Fall in den Kommentaren mitbewerten. Wir können alle zusammen bewerten. Yes! Und dann wissen wir, wer im Battle of the Best gewinnt. Beginnen wir ganz Disney-klassisch mit Musik. In Disney-Filmen ist die Musik ja essentiell. So, schauen wir mal unser erstes Battle. Da kommt der Umschlag. So, bester Song. Es treten gegeneinander an. Susi und Strolch Bella Notte gegen 101 Dalmatiner Cruella de Vil. Das hören wir uns doch mal an, oder? Wir achten jetzt besonders auf Groove und Songtext. Okay, los geht's. Ja. Schön ist die Nacht. Wird romantisch. Sehr romantisch. Und wir die legendäre Szene. Aber man geht die essen. Jeder kennt sie. Ah. Also wenn ein Mann mit mir ein Fleischbällchen teilt, dann bin ich auch hin und weg. Okay. Ja, das ist schon ein richtiger Disney-Moment. Ja, das ist einer der berühmtesten, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Es wurde ja auch oft parodiert und geremaked. So, also Groove und Songtext. Alle Disney-Songs sind perfekt. Kriegt ja nicht umsonst jedes Mal einen Oscar. Aber es muss ja auch einen Gewinner geben. Ne? Was hast du? 4 habe ich. Ich habe 3. Weil es so für die romantische Stimmung in der Atmosphäre, das war schon fast perfekt. Aber ich wollte nicht noch schon eine machen. Ne? Und jetzt Songtext. Ich habe einen Punkt weniger gegeben, weil normalerweise bei Disneys Soundtracks hast du ja direkt einen Ohrwurm und du kannst den Text nach einmal hören, schon auswendig. Jetzt in diesem Fall war es bei mir jetzt nicht so klar. Bei mir ist genau andersrum. Ich finde, Bella Notte ist für mich schon so ein geflügeltes Wort. Okay. Wenn man das irgendwie sagt, denke ich sofort Spaghetti, Fleischbällchen, Kuss. Stimmt auch wieder. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich liebe Cruella de Vil. Ich liebe sie nämlich auch. Die ist so schön böse. Generell, Disney-Bösewichte sind die besten Bösewichte. Aber sie ist auch so mondän. Das finde ich an ihr so toll. Lass uns mal reinhören. Aber sie mag Pelz. Und das macht sie doof. So das ist super fies. Ja. Cruella de Vil, Cruella de Vil, durchbohrt dich ihr Blick. Dann wirst du ganz still. Oh, lass mit ihren Spinnenfingern, wenn sie will. Hör auf! Ich habe es gesehen. Cruella. Cruella. Er macht sie auch so gut nach. Umschlingt. Oh, das ist super. Gebrüll. Roger, sie wird Cruella, dich hören. Cruella de Vil. Ja. Lass sie bitte reinnehmen. Das ist die Groove. Anita, süß. Wie geht's dir? Oh, mega schön. Wir haben gebrahlt. Ich fühle mich elend. Oh, mit diesem Rauch. Ja, dieser grüne Rauch. Wo sind sie? Wo hast du sie versteckt? Groove ist das erste, ne? Für mich ist es sehr groovy. Mm. Vor allem, wie er an dem Piano steht. Okay. Songtext. Habe ich genauso viel gegeben, also genauso wie beim Vorgänger quasi.
Damit hat 101 Dalmatiner mit 15 Punkten gewonnen. Tatsächlich. Applaus. Ja. Applaus, Applaus, Applaus. Also, dann nächste Kategorie. Nächste Kategorie ist bester Sidekick. Unsere Kategorien sind Look und Fun Factor. Look und Fun Factor. Okay, alles klar. Das große Krabbeln Gustl gegen Ratatouille Emil. Oh, okay. Lass mal reinschauen. Ich bin fertig. Ah, der war das, genau. Ein wunderschöner bunter Schmetterling. Ja, das war so lustig. Aber warum nicht? Meine Flügel! Oh, wie wunderbar! Der Wagen fährt ab! Oh, und es ist ein Wagen zum Fliegen! Ich bin doch am Fliegen! Und von da herum schaut's alle aus wie kleine Ameisen! Oh, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Machen wir Look als erstes. Eins, zwei, drei. Ich hab nur drei. Okay, ich hab nur vier. Also ich habe eine 4 gegeben, fast perfekt, weil auch die Idee total genial ist. Einfach so diese schlauchige Raupenform ist schon total lustig und süß. Und dann mit den super kleinen Flügeln war so eine super Idee, weil es halt die Szene total ausgemacht hat, dass es so lustig ist. 1, 2, 3. Auch yeah. Da gibt sich doch die Hand. Also ich finde, Gustl ist einer der lustigsten Sidekicks ever. Ich finde, er hat es einfach drauf. Verdiente 4. Genau. Dann kommt jetzt der nächste Clip. Was genau isst du da? Frag mich was Leichteres. Ich glaube, darin war mal irgendwas eingewickelt. Was? Nein, du bist jetzt in Paris, Baby, meiner Stadt. Keiner meiner Brüder ist in meiner Stadt Ausschussware. Ja, ich liebe den Film einfach. Oh, den liebe ich auch so. Also ich hatte schon wie die Ohren jetzt aussehen. Also warte mal, Look. Ja, das ist einfach perfekt. Der ist einfach der süßeste. Ja, wie viel man aus diesem Rattendesign rausholen kann, nur durch Augen, Ohren, Körpersprache, wie die das Fell animiert haben. Es strahlt direkt alles on point aus, einfach. Ich finde, die Ohren sind so klein und süß. Also Look-Knuddelfaktor 1000. Okay, und jetzt kommt Fun-Faktor. Bitte! Ja, weil ich finde, es ist ein perfekter Charakter durch und durch, egal was. Und ja, super Sidekick. Emil, ja! Yeah! Kommen wir zur Kategorie Bester Held. Das ist bei Disney die Königsdisziplin. Spannend. Bester Held treten gegeneinander an 101 Dalmatiner Pongo gegen Ratatouille Remy. Das ist hart. Und wir stimmen ab. Ja. Cleverness und Mut. Oh, okay, alles klar. Das ist gut. Aber ich dachte nicht daran aufzugeben. Ich hatte es mir nun mal in den Kopf gesetzt, dass sie sich kennenlernen. Clever. Bitte verzeihen Sie, es tut mir schrecklich leid. Entschuldigung. Also ich muss schon sagen. So, halten Sie sich fest. Lass mich hier vom Wasser weggehen. Was so cool ist, dass man bei den beiden Hunden auch sieht, welcher männlich und welcher weiblich ist, obwohl sie fast identisch aussehen. Bitte verzeihen Sie mir, ich bin untröstlich. Oh, erlauben Sie bitte, dass ich Ihnen aufhelfe. Also, so hat er sich noch nie genommen. Auch du. Erst Cleverness, oder? Oh. Ja, wieder gematcht hier. 1, 2, 3. Ich hatte 2. Ja, stimmt. Ich wollte aber auch fast erst eine 3 geben. Ich glaube, er ist nur so mutig, weil es um jemand anderen geht. Und für andere ist man ja oft ein bisschen stärker. Genau. Okay, nächste Szene, oder? Jetzt kommt Remy. Ich finde am coolsten die Nase. Ja, das immer ist bewegt. Okay. Und der Sound. Auch die Hände werden immer bewegt. Ja.
Warst du schon? Ja, ich hab schon. Schon okay. Okay, Cleverness? 1, 2, 3. Ja! Super clever. Krieg das als Ratte mal hin, ne? Einfach in der Menschenküche dann mit Zutaten ein Menschengericht zu kochen. Das ist ein cleverer Held, der auch so clever ist, dass er seine eigenen Stärken kennt. Das ist ja auch nicht so einfach. Ja, 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 ja. Ja, also Cleverness 1000%. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt der Mut. Mut. Ich habe schon. Ich auch. Oh, ich das war ganz spannend. Ich habe schon. Okay. Ja, ich auch. Weil es geht ja auch darum, dass er erwischt werden könnte und eine Ratte in der Küche, die wird ja direkt, ne? Ja. Na, verscheucht oder im schlimmsten Fall auch totgeschlagen und ja. Deswegen dafür, dass er nur seiner Leidenschaft folgt und da auch bereit wäre, für zu sterben in dem Moment, das ist schon ja, endlos mutig. Aber der Mut, seinem Traum zu folgen und zu wissen, in sich selbst, an sich selbst zu glauben, das finde ich, ist schon bei Remy ganz ausgeprägt. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Ja, das war's schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Immer wieder gerne. Und wenn ihr Lust habt, ich habe einen Kanal auf YouTube, Hello Chrissy. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Oder vielleicht demnächst wieder bei Patricia. Das wäre cool. Das war's bei Disney Channel Insider. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ob ihr unserem Battle of the Best zustimmt oder ob ihr andere Meinungen habt. Schreibt uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Disney Channel Insider. Tschüss. Ciao.